Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es hier so viele oder dass ich so lange noch brauche. Gut, aber jetzt haben wir hier endlich den Treffpunkt. Wir haben eine Nachricht von Pak Katari erhalten, dass eine seiner Rebellen möglicherweise den Aufenthaltsort von El Sueño entdeckt hat. Reden Sie mit den Rebellen und finden Sie heraus, was er weiß. Pak Katari hat uns mitgeteilt, dass einer seiner Männer vielleicht El Sueños Aufenthaltsort kennt. Finden Sie heraus, was der Mann weiß. Gut, dann nehmen wir mal das Auto und cruisen durch die Gegend. Ist echt lustig, in so ein Los geht's. In so ein Gebiet wie Bolivien, wo Kartelle und so weiter und Morde und was weiß ich an der Tagesordnung ist, schließt niemand sein Auto ab. Und letztes Mal habe ich ja gesagt, also vor dem letzten Start hier, haben wir ja, oder habe ich ja zwei Rebellen oder zwei Zivilisten getötet. Und ich habe ja so gemeint, so ja, okay, die haben sich richtig dumm verhalten, also die sind mir halt mitten in den Schuss reingelaufen. Und dann habe ich ja so gesagt, so ja, und jetzt schaffen wir es endlich. Und jetzt habe ich halt so viele Zivilisten getötet und ja. Na los. Wir haben es jetzt geschafft und ja, jetzt haben wir halt zwei oder drei, ich weiß nicht mehr wie viele Zivilisten auf dem Kasten. Ja, ist natürlich nicht ganz so geil. Das war close. Oh, da ist ein Felsen. Na komm, wir landen mal hier. Interessante Gebäude. Da Türme oder. Wir sind da. Irgendwas stimmt nicht. Bewegung! Shit, hier ist eine Leiche. Es ist der Rebellenführer Amaru. Wir haben den Kerl vom Kartell befreit. Ich versuche ständig bei Pak, komm aber nicht durch. Glaubst du, Pak und seine Rebellen haben das Handtuch geworfen und er musste fliehen? Sieht nicht so aus, als wäre hier groß gekämpft worden. Ich rufe Bowman an, vielleicht weiß sie mehr. Bowman, wir haben ein Problem. Wir wollten uns mit Pak und einem seiner Jungs treffen. Pak? Wo sind Sie? Hören Sie zu, Pak war nicht da, dafür Amaru, tot. Haben Sie was von Pak Katari gehört? Pak Katari ist hier bei mir in Pokhara. Bowman? Bowman! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung, aber wir müssen zu Bowman, schnell! Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn hier was passiert ist, fackle ich das ganze verdammte Land ab. Da mache ich mit, Mann. Bowman sagte, Pak sei bei ihr. Dann war sie weg. Vielleicht ein Problem mit dem Telefon. Vielleicht spielt Pak falsch. Weaver, kannst du Bowmans letzten Standort ermitteln? Mach ich. Was ist jetzt denn los? Oh nein. Ist das abgestürzt? Was ist denn heute los? Ja, na gut, dann sehen wir uns gleich wieder.
So. Ja. Mit dem Heli hat es nicht geklappt. Jetzt fahren wir mit dem eigentlich in Suzuki Sumitsu. Ja, mit dem Bus. So, ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, was das jetzt soll. Also, ob der. Was für ein Grund. Ey. Allmächtiger. Schon, gell? Aber was für ein Grund hätte er gehabt? Also seinen alten General oder Boss oder was auch immer zu töten. Also macht das überhaupt Sinn? Oder. Er muss eigentlich so sein, weil Bowman hat ja gemeint, dass er bei ihr gerade ist und dann lief irgendwas falsch. Ha. Ja, genau. Ich fahre hier durchs Lager. Was ist das denn für ein Navi? Er schreit doch nicht so. Ich war ja schon weiter, ihr überlebt es. Ja, also, Touristen. Zivilisten, meine ich. Wir brauchen Ewigkeiten, bis wir da sind. Wir hätten auch mit dem Trecker fahren können, das wäre genauso schnell gewesen. Und lustiger. Wieso ist die hier und nicht bei so einem Versteck? Einfach aussteigen. Was macht die hier? Warte, das ist ja so ein Anfangsdorf von uns, glaube ich. Also, das haben wir, glaube ich, relativ früh befreit. Bowman? Katari. Sie meinen, er hat uns verarscht. War nur eine Ablenkung. Ablenkung wofür? Für Svenjo. Die Rebellen wissen, wo er ist. Zum Mausoleum. Wir treffen uns da. Nomad? Sie wissen, was das heißt, oder? Von jetzt an sind Pakataris Rebellen unsere Feinde. Upsi. Kontakt, feindliche Rebellen. Und wir haben. Warte mal. Und wir haben nur 9 Minuten, um hier hinzukommen. Gibt es hier in der Nähe ein Helikopter? Natürlich nicht. Das finde ich aber ein bisschen. Eröffne das Feuer. Bisschen krass komisch. Ich meine, wir haben so viele von denen befreit. Das macht nicht sehr viel Sinn, wenn ich ehrlich bin. Ihr Idioten.
Idiot! Hola, Camarada. Fuck, was zum Teufel hast du vor? Das Gleiche wie du. Das Richtige für mein Land zu tun. El Sueño wird in Bolivien sterben. Mein Volk muss erfahren. Meine Regierung muss erfahren. Und die anderen Kartelle müssen erfahren, dass die Rebellen nicht die Sklaven der Amerikaner sind. Auch allein sind wir stark. Musste Amaru deshalb sterben, weil er nicht stark genug war? Amaru war von Idealen getrieben. Guten Idealen. Aber Ideale machen nicht satt. Stellen keine Armee auf. Ideale stürzen keine korrupte Regierung. Tote Rebellen auch nicht. Mein Volk weiß. Wenn es heute stirbt, kommt es morgen zu Tausenden zurück. Dadurch wird es nicht weniger schmerzhaft. Wenn ich mit etwas zu leben gelernt habe, dann mit Schmerz. Eine Lektion, die ich El Sueño bald erteilen werde. Wenn ihr nicht auch so enden wollt, solltet ihr Bolivien jetzt verlassen. Danke für eure Hilfe. Adios, Camarada. Fuck. Greife Tango Schild, da kommen Unidad. Shit, die haben uns. Wir müssen das Auto rein switchen. Oder scheiße, da ist ein Heli. Wie schießen die? Lustig. Fuck, greife an. Alter, was ist hier los? Diesen Moment. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Schöne Scheiße, die sehen uns. Achso. Sie wartet. Oh, wir nehmen den Panzer. Wir nehmen den Panzer. Lass einfach einen Panzer hier stehen. Der denkt sich gerade echt sehr seltsam. Katz wartet. Ach, Scheiße, was ist denn mit dem? Sicarios schießen auf uns. Auch die scheiß Unidad. Gibt es in Bolivien noch Leute, die nicht auf uns schießen? Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Alter, der Panzer lenkt sich. Alter, was? Scheiße. Was ist mit dem Panzer los? Okay, deck mich. Ach Gott.
Könnt ihr denn nicht? Scheiß Heli. Ja. Ach du Scheiße. Wir haben ein kleines Problem. Schieße! Ihre Wellen dürfen gerne gegen die schießen, gegen die kämpfen. Na gut. Da ist mir egal. Heli im Arsch. Runter, alle runter, Heli. Nur noch knapp 3 Minuten. Könnt ihr mal zu mir kommen? Bei mir sammeln. Alles klar. Wir müssen uns echt beeilen hier. Zwei Minuten. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. Las tropas hostiles abandonaron esta zona. Todas las unidades salgan del servicio. Wieso sehen die mich? Das ist wahrscheinlich nur alles Decoy. Hat eigentlich gehofft, dass er so das eine Tarnung ist. Aber offensichtlich nicht. Jetzt all in gehen. Hat 6 Sekunden noch? Oh Gott. Puh. Hände hoch, Arschloch! Los! Das würde ich. Nur habe ich zurzeit schon etwas in den Händen. Wo ist der? Ich will den großen bösen Reffe. Weg damit! Natürlich. Adios, Señor Katari. Sie haben 5 Sekunden, auf die Knie zu gehen und die Arme zu verschränken, bevor ich Ihnen den Kopf wegschieße. Sollten Sie nicht an Ihr Telefon gehen, Officer Bowman? Hallo? Sir? Ja? Ja, das verstehe ich nicht. Sir, das ist nicht möglich. Ich sage Ihnen, das ist auf keinen... Der hat einen Deal gemacht. Bitte, ich bitte Sie darum, dass... Sir... Ja.
Ich verstehe. Fuck, fuck, fuck! Bowman? Fick dich! Fuck! Bowman, was ist? Bowman? Er hat Immunität. Er hat einen Deal und er... Was? Mit wem? Mit dem Justizministerium. Moment. Heißt das etwa... Er liefert uns die Bosse von 4 anderen Kartellen und 3 Terrorgruppen, die mit Heroin dealen. Seine Konkurrenz. Wie ist das möglich? Wie ich euch sagte, hast du Macht, hast du auch alles andere. Nun, wenn es recht ist, Signora Bowman... Sieht aus, als wären Sie gestern mein Feind gewesen. Und heute sind Sie nur noch mein Chauffeur. Los, bringen Sie mich zu Ihren Vorgesetzten. Tut mir leid. Bowman, nein! Warum? Hä? Vor allen Dingen... Das macht... Der Traum ist tot. Wenn Sie dies sehen, heißt das, ich habe El Sueño exekutiert. Ich bin sicher, die Leute denken, ich sei durchgedreht. Ich hätte impulsiv gehandelt. Scheiß auf Sie, Sie liegen falsch. Ich wusste ganz genau, was ich tue. Dieses Stück Scheiße, dieses Monster hat meinen Freund gefoltert, getötet, meinen Partner enthauptet, Tausende massakriert. Und der soll frei rumlaufen. Tut mir leid, aber nicht mit mir. Mit seinem Wissen über Ricky Sandoval wäre er unaufhaltsam gewesen. Quizfrage. Was passiert, wenn man einem Drogenboss Immunität gewährt? Bingo, er wird zum Diktator. Ein Drogenboss auszuschalten ist eine Sache. Aber ein Diktator? Dafür braucht man etwas mehr als 4 Leute. Mein Leben, meine Karriere, meine Zukunft ist nicht mehr wert als die Bevölkerung Südamerikas. Offensichtlich sieht das nicht jeder so. Weshalb ich jetzt wohl in einem Bundesgefängnis sitze. Und wegen Mordes möglicherweise lebenslänglich gesiebte Luft atme. Mittlerweile hat sich die CIA dazu vermutlich wie folgt geäußert. Die für den Fall zuständige Beamtin steht nicht mehr in Diensten dieser Agentur und hat gegen den Befehl ihrer Vorgesetzten gehandelt. Ihr Vorgehen hat den Nachrichtendiensten hier und im Ausland großen Schaden zugefügt. Und wissen Sie was? Sie haben recht. Ich hätte dasselbe getan. Schwamm drüber. Ich hoffe nur, Sie bleiben in Bolivien. Ohne Pacatari werden sich die Rebellen gegenseitig zerfleischen. Die Unidad macht einen Deal mit der nächstbesten Verbrecherorganisation. Und die Reste Santa Blancas spalten sich zu neuen Minikartellen auf. Mit Scheißnamen wie Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia und Los Hijos del Sueño. Alle bringen sich weiter gegenseitig für Coca um. Wenn Gott gewusst hätte, wie zerstörerisch diese Pflanze sein würde, hätte sie sie trotzdem erschaffen? Oder hat sie es genau deswegen getan? Keine Ahnung. Aber ich muss diese Frage auch nicht mehr beantworten. Ich beende also mit den letzten Worten von Augustus, dem Gründer und ersten Kaiser des Römischen Reichs. Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall. Bowman, Ende. Ja, ich glaube, wir haben das schlechte Ende bekommen, aber ich weiß nicht warum. Ich glaube, also an sich wäre es, glaube ich, also warum ich denke, dass es das schlechte Ende ist, ist, dass Bowman ihn getötet hat. Und das ist nicht so schlecht.
aber dass sie jetzt im Hochsicherheitstrakt im Gefängnis ist und vor allen Dingen, dass Bolivien so schlimm wie davor oder ja, also dass sich da nichts verbessert hat. Deswegen glaube ich, haben wir das schlechte Ende bekommen. Aber was hätten wir da anders machen können? Also ja, wir haben ein paar Zivilisten getötet. Aber ich find's auch komisch, weil dass sie ihn jetzt getötet hat. Also, weil erstens, sie war dagegen, also sie war dafür, dass er ins Gefängnis kommt. Und wir, also Nomad, war dafür, dass er stirbt. Und wir haben herausgefunden, dass ihr Partner, der ja gefoltert und getötet wurde, nicht so gut war. Also der hat ja auch viel Scheiße gemacht. Der hat die amerikanische Botschaft zerstört. Was ein guter Gedanke war, aber schlecht gemacht. Beziehungsweise also der Hintergedanke war gut, dass endlich Bolivien gerettet wird in dem Sinn. Und ich find's komisch, dass Bowman sauer war, dass er den Katari getötet hat. Weil der Katari hat ja uns verraten, uns angegriffen und so weiter, was auch ein bisschen komisch ist, dass die Leute uns angreifen, weil wir haben ja so viele von denen gerettet. Ja. Ich bin mal, ich schau mal, was das, was das gute Ende ist oder das andere Ende. Ich glaube, das gute Ende wäre, wenn er wirklich ins Zeugenschutzprogramm kommt und die ganzen Leute verrät. Es ist zwar seine Konkurrenz, aber er wird ja nie wieder rauskommen. Aber an sich, das Spiel macht schon ultra viel Spaß. Ist halt, krasse Geschichten und so weiter. Aber an sich, der Anfang war am krassesten, fand ich. Also mit den, mit dem Ehepaar, was die Leute halt foltert und so weiter. Und der eine Doktor, der die ganzen Leichen halt in Fässer auflöst und so, das ist also die letzten Endbosse waren eigentlich ganz okay, also die waren nicht so schlimm, finde ich. Naja, gut, dann haben wir jetzt Ghost Raccoon Wildlands hinter uns gebracht. Wann ist denn das erste hochgekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Aber wir haben ziemlich lang gebraucht, glaube ich. Aber wir haben auch, ich habe auch nur zwei Let's Plays pro Woche hochgeladen. Ich glaube, das werde ich jetzt erhöhen. Weil, also bei mir ist es gerade Mitte Oktober. Und die Folgen reichen jetzt schon bis Januar. Und ich glaube, das kann ich verschnellern. Genau. Aber mal schauen. Auf jeden Fall ist das auch. Also das Spiel ist ja sehr alt schon. Und ist aber trotzdem immer noch gut. Also ich find's cool, dass man dann wirklich Stealthy gehen kann, und also das gefällt mir ja immer. Was ein bisschen schade ist, ist, wenn man wirklich alles dunkel macht,
und nichts mehr sieht. Und dann muss man mit Nachtsichtkamera rumgehen. Und dann, ja, das hat aber überhaupt keine Auswirkung auf den Gegner. Und der sieht einen sofort. Das hat mich ein bisschen genervt. Und auch das mit dem Stealth-Anzug, also der uns unsichtbar gemacht hat. Die haben mich ja auch sofort gesehen. Das ist so, ja, warum soll ich den dann anziehen? Also, naja. Und ein paar Glitche durch die Karte. Auch nervig, aber mei. Bugs passieren. Genau, gut. Dann muss ich jetzt, es ist Montag, 4 Uhr, jetzt muss ich anfangen, meinen Stream vorzubereiten. Ja, ihr könnt gerne auch beim Stream vorbeischauen, montags und freitags ab 5 Uhr. Und manchmal auch samstags oder andere Tage, aber das sage ich dann immer und gebe euch Bescheid. Genau, dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ja. Das nächste große Ereignis ist, glaube ich, oder Ereignis. Momentan spiele ich ja Horizon Zero Dawn, Odyssey und ich freue mich schon auf Cyberpunk. Also zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, gibt es Cyberpunk natürlich schon. Ist schon längst draußen. Und das spiele ich natürlich auch. Ich weiß noch nicht, wie ich mich entschieden haben werde, sollen. Weil ich fange das ja im Stream an. Und werde es vielleicht ich werde es wahrscheinlich dann als Let's Play weitermachen. Also so die Ich werde es wahrscheinlich eine Woche lang durchgehend im Stream zocken und dann gehe ich dann auf Let's Play, je nachdem wie die Nachfrage ist. Genau, dann jetzt aber danke fürs Zuschauen und habt noch eine tolle Woche. Bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut, bye bye.